Heute gibt es ein schnelles, kleines Silvestergoodie oder ein Mitbringsel oder eine Tischdeko. Überleg dir was. Ja, wie ich das gebastelt habe und wie es überhaupt entstanden ist, das siehst du jetzt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. 3 Wochen oder so gab es keine Videos, weil ich hatte eine Auszeit, ich war krank. Und dafür hat einfach die Kraft nicht gereicht. Wie ich mich jetzt so langsam an den Basteltisch wieder ranschleiche, ich sag mal so, da kannst du ein bisschen dabei sein. Ich habe mir überlegt, ein Silvester-Goodie. Warum nicht, ne? Kann man doch mal machen, hatte ich die letzten Jahre auch immer. Entstanden ist hier dieser kleine, ja, Weltzeituhrturm oder Uhrenturm oder eine Säule. Willkommen 23. Auf den Tisch gestellt, schön filigran. Macht vielleicht was her oder nicht. Ich bin mir noch nicht sicher, weil, wie gesagt, ich taste mich ja so allmählich ran ans Basteln. Da könnte da unten dann eine kleine Süßigkeit reingepackt werden. Erst hatte ich überlegt, man kann diese tolle Röhre einfach so hinlegen und die Goodies reintun. Also geht es sicher auch. Also 4, 5 Stück von den Küsschen und so. Vielleicht würde ich dann noch ein Pergament dazwischen packen und dekorieren. Aber beim Basteln habe ich gemerkt, man kann das auch so hinstellen. Ne? Manchmal steht es auch. Zwischendurch habe ich auch schon eine Karte zum Neujahr gebastelt. Da gibt es ein Video. Da lief es ganz gut, weil da hatte ich ein Muster als Weihnachtskarte als Vorlage. Aber bei dem Goodie jetzt hier, wie gesagt, ich lege mal los, zeige dir, wie ich das gemacht habe, was ich verwendet habe. Alles, was so zwischendurch bei mir auf dem Basteltisch rumlag. Und zwar habe ich hier die Stanzform Anmutig Floral. Die hatte ich für ein Projekt mit Strukturpaste im vergangenen Jahr. Und dann war dieses Element übrig. Deswegen ist das auch noch so ein bisschen eingefärbt. Sieht aber ganz witzig aus, dann mit diesem Safrangelb, finde ich. Ja, passt das ganz gut. Jetzt habe ich hier eine weiße Säule mir schon mal gebaut. Und ich überlege halt, Silvester ist ja auch immer ganz so viel mit Schwarz und so, ne? Warum auch immer. Also nehme ich mal das Schwarz, dann habe ich hier diese Kordel, diese glänzende. Nehme ein gutes Stück. Was übrig bleibt, habe ich gemerkt, da habe ich immer eine Kiste für. Da packe ich das dann ganz locker rein. Und zwischendurch braucht man dann immer mal kleine Schnipsel. So klitzekleine Schnipsel für die Karte, für den Gruß unten drunter oder so. Also wirklich, jedes Ende wird aufgehoben. Letztens hatte ich solche kleinen Stücken und die wurden auch noch verwendet. Und zwar brauchte ich genauso viel. Und ich es von der neuen Rolle abschneide, ne? Kann ich es ja nehmen. So, ich habe mir derweil dieses Rangegitter hier einfach genommen. Und fädel jetzt von oben nach unten einmal durch diese Elemente. Du glaubst es nicht. Ich jammer ja schon immer rum, dass ich so schlecht sehe. Im Moment, gerade heute, sehe ich besonders schlecht. Das liegt immer an irgendwelchen Medis, habe ich mir sagen lassen. Entweder sind sie gut verträglich oder nicht. Ne? Im Moment gerade hauen sie ein bisschen auf die Augen. Also lass dich da nicht irritieren. Solange alles andere geht, sind wir jetzt zufrieden. So, ich bin schon mit der einen Seite von oben nach unten. Das geht ganz gut. Ich zeige das mal. Ich habe das so schlingenförmig einfach darum gefädelt und mache das auf der anderen Seite genauso. Ein bisschen Schnürsenkeltechnik, aber nur ein bisschen. Da sträuben sie sich hier mal nicht so. Ja, bin gespannt, was dir besser gefällt oder ob das völliger Unfug ist, was ich hier gerade mache. Schreib mir das. Ich nehme es auch, wenn es Unfug ist. Die Projekte der nächsten Wochen sind jetzt mal grob geplant. Alles, was ich noch zeigen wollte, ja, fiel dann eben flach. Und entweder wandle ich was um oder es gibt ganz neue Projekte zum neuen Mini-Katalog. So, jetzt habe ich unten die beiden Enden. Tatsache geschafft, dass aus jeder Seite, also links und rechts, einer rausguckt. Jetzt mache ich einen einfachen Knoten. Nicht zu fest, einen Doppelknoten, also nochmal einen oben drüber. Und ein kleines Schleifchen. So. Wenn er so vor sich hin liegt und erholt, dann überlegt man ja, also ich überlege dann immer auch so sehr viele kreative Sachen. Was dann am Ende bei rauskommt und ob das sinnig ist, das entscheidet sich immer erst am Basteltisch.
So, jetzt haben wir das abgeschnitten. Kommen in die Restekiste, wie gesagt. Auch in Schwarz steht die Säule schon mal wunderbar. Ich gucke mal, dass ich sie noch ein bisschen forme. Sie hat ja so ein leicht eckiges Muster. So. Ja, was habe ich bei meiner ersten Säule? Da habe ich ja das dicke, das schöne Schmuckband genommen. Hier ist es. Das werde ich da oben auch noch mal ein bisschen verwenden. Oben oder unten gucke ich noch mal. Dann aus dem Kreativset Zeitlose Grüße, da habe ich eine Uhr drin gefunden. Und die war so, dass ich dachte, ja, das passt wunderbar, nehmen wir. Also eine Uhr. Das Ziffernblatt kann man gut weiterverwenden. Ja, ansonsten würde ich jetzt eigentlich die Stanzform nehmen und ausstanzen, aber ich habe auch mal schnell für eben zwischendurch noch die Handstanze, die es nicht mehr gibt. Nein, die gibt es nicht mehr. Stanze ich hier meine Uhr aus und arbeite bei dieser filigranen Sache vor allem mit den Klebepunkten. Ich überlege noch, ob weiß oder schwarz. Das entscheidet sich gleich. Ich nehme schwarz. Siehst du, so schnell geht das mit dem Entscheiden. So, und dann nehme ich meine Uhr. Der Jahreswechsel steht bevor. Also gehe ich hier auf 5 vor 12, setze das hier ran. Unterhalb der Schleife. Schau mal, dass die Schleife sich schön nach oben wölbt. Genau. Gucke ich noch mal ein bisschen. Genau. So. Ist schon mal mein Ziffernblatt. Und dann habe ich diese neuen Stanzformen verwendet, habe mir hier das in dem Safrangelb schon mal ausgestanzt und setze darauf mit den neuen Buchstaben, du siehst, hier wird alles neue fleißig verarbeitet, mit den ich komme nicht auf den Begriff. Ich habe das mehrfach jetzt schon erzählt, aber jetzt fällt gerade das Wort weg. So, also die neuen großen Buchstaben und Zahlen. Die Zahlen brauchen wir jetzt. Werden hier drauf gesetzt. Die sind schön filigran, deswegen fielen mir die auch gleich ein. Also eigentlich fielen mir die zuerst ein und dann habe ich das Rankegitter gesehen. Da sagst du natürlich, kannst du ja alles jetzt nicht so nachbasteln, aber ich meine, es kommt ja wieder ein Silvester. Und dann ist dein Moment. Und ansonsten nimmst du das, was du gerade so da hast. An Zahlen, Buchstaben, Uhren, Zifferblättern, Rankegittern, Bändchen, wie auch immer. So, jetzt haben wir es gleich. Moment. Ich arbeite ja hier mit der Folie, ja, mit der weißt schon. Mit den Klebebögen. Jetzt gerade lässt sich es ein bisschen schlecht abfummeln. Die 2 sträubt sich wirklich auf das Heftigste. Ich weiß aber, dass eine Klebefolie dran ist, also wird es auch funktionieren. Und hier hinten ist noch ein kleines Stück, das haben wir auch. Ja, klar. Wir schaffen doch alles. So, haben wir. Ich dachte ja, ich bin schneller fertig, aber das kennen wir schon. Jetzt haben wir hier den kleinen Typus noch, weil wir 2023 nicht komplett drauf kriegen. Setzen wir dann hier diesen kleinen, du weißt schon, was bedeutet es? Es bedeutet die ganze Zahl. Das Jahr 23. So, haben wir. Das setzen wir jetzt hier drunter. Auch da nehme ich noch mal so einen Klebepunkt. Und zwar, auch so ein bisschen verrutscht, der geht dahin. Und den setzen wir dadurch, dass wir das minimal schief setzen, aber nicht zu viel, werde ich den Klebepunkt hier mal an die Säule setzen. Ja, so ein bisschen hier hin. Da sitzt er dann. Hoffentlich bleibt er da und geht nicht an meinen Finger. Bleiben Sie dort. Das passt. Das setze ich hier unten drunter. Jetzt muss ich mal in die Säule rein. Und schon klebt das. Die Uhr klebt auch. Hier oben, wie gesagt, bin ich mir noch nicht sicher, ob die Schleife bleibt. So. Und dann haben wir hier so ein kleines Schild. Das ist auch in diesen Stanzformen drin. Und dann das Stempelset Willkommen. Klar, Willkommen 2023. Wir wissen ja nicht, was kommt. Also, herzlich willkommen. Hoffen wir immer auf das Beste. Da sitzt das Willkommen.
Und dann habe ich hier so einen absoluten hammermäßigen großen Glitzerpunkt. Den setze ich hier vorne drauf. Und das Ganze drücke ich dann doch mit einem Abstandsklebepunkt. Weil jetzt haben wir ja eine feste Fläche. Wir müssen nur gucken, dass nicht alles zu schwer wird nach vorne. Drücke ich das hier oben dran. So. Und jetzt ist mein Türmchen schon soweit fertig. Und ich habe überlegt, das Schleifchen hier oben, das lassen wir so, dass es einfach nur fixiert ist. Also machen wir das schön zusammengeknotet. Ziehen die Bänder innen rein. Genau. So, die lassen wir da jetzt mal. Da fällt mir später noch was ein. Das sortiere ich mir noch. Und jetzt nehme ich Tatsache von diesem schönen Band, was ich einfach noch habe und so wenig unterbringe. Das passt so super zu maritimen Projekten. Und die kommen. Warte drauf, die kommen. Kannst dich schon freuen, sie kommen. So, jetzt habe ich also ein kleines Schleifchen mit kürzeren Öhrchen, weil der Türmchen ist ja schon voll, sehr filigran. Ja, und das werde ich jetzt hier zwischenklöppeln. Das bedeutet aber, ich setze diese Uhr noch ein kleines Stück nach oben. Genau. Nun sträuben sie sich mal nicht so. Und jetzt kommt das Teil mit einem großen Schleifchen hier zwischendran. Und jetzt bin ich auch zufrieden. Das schneide ich nachher ab, aber das mache ich in Ruhe. Muss ich die Schleife nochmal nachziehen. Und ich habe mein filigranes Silvester-Goodie, nämlich mein Tischtürmchen. Ja, jetzt sehr Vorführeffekt, ne? Notfalls kann man unten einfach die zwei Ecken ein bisschen nach außen biegen. Und dann steht das eine Türmchen und das andere Türmchen steht sowieso. Und ich habe hier so ein leichtes, aber jetzt nicht bewegen. Du siehst es jetzt natürlich nicht, deswegen hebe ich sie nochmal hoch, werde gleich noch das dritte Türmchen bauen und meine Silvester-Goodies sind fertig, meine Tischdeko. So, nun sage, jetzt bist du das geschätzte Publikum, das sagt, ist ein gutes Ding, ist witzig, kann man machen oder sollte man lieber lassen. Ich wünsche dir was, einen guten Schritt ins neue Jahr oder viele Schritte. Pass auf dich auf, bleib gesund und alles Gute für dich. Und wir sehen uns hoffentlich in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.